Hallo hier bei Urlaubslust 24 zu einer weiteren Reise auf einem der Schiffe der AIDA-Flotte. Diesmal ging es mit dem größten Schiff der AIDA Nova nach Madeira und auf die Kanaren. Gebucht mit einem AIDA-Flugpaket war die Anreise ein Klacks. Einfach einchecken in Frankfurt, relativ entspannt, auschecken auf Las Palmas de Gran Canaria, rüber in einen der AIDA-Busse hüpfen und entlang der schönen Küste der Kanarischen Inseln Richtung Hafen zur spektakulär großen AIDA Nova, was wir im weiteren Verlauf des Videos bei einem Vergleich mit der AIDA Sol auch nochmal richtig vorführen können. Am Schiff angekommen lief auch dort der Check-in total einfach. Unsere Zimmer waren schon bezugsbereit. Und so konnten wir nicht nur das Schiff vom ersten Moment an genießen, sondern auch uns des Handgepäcks entledigen und die ganze Tour sehr entspannt ohne zusätzliche Belastung vornehmen. Auf einem so großen Schiff wie der AIDA Nova gibt es jede Menge zu entdecken und so machten wir uns direkt auf eine kleine Erkundungstour. Genossen die stilvollen Treppenhäuser und hielten uns dann erstmal eine kleine Zeit im Beach Club auf. Der Beach Club ist echt eine feine Angelegenheit. Insbesondere bei schlechtem Wetter kann man sich es da trotzdem gut gehen lassen. Hätten wir eher auf der Norwegen-Kreuzfahrt gebrauchen können, denn Madeira Kanaren steht jetzt nicht im Verdacht, super schlechtes Wetter zu präsentieren. Und so genossen wir erstmal den ersten Cocktail unseres All-Inclusive-Pakets und die Aussicht auf Las Palmas de Gran Canaria. Gerne nehme ich euch aber auch noch mit auf weitere Bereiche des Schiffes. Draußen konnte man fast von jeder Seite einen super Ausblick genießen. Hier die Bar des Four Elements, im Prinzip der Jugend- und Teenager-Bereich, auch mit Disco und Co. Allerdings geht es im Four Elements auch auf die Rutschen, da muss man rechts hinten vorbeigehen und es gibt einen Klettergarten. Weiter ging unsere Tour durch die Restaurants, hier die wunderschönen künstlichen Kirschblüten des japanischen Restaurants. Die waren echt ein Highlight. Man ist immer sehr gerne durch diesen Gang gegangen, weil es tatsächlich sehr lebensecht gewirkt hat und die Farben doch extrem viel Freude versprüht haben. Hat ein wenig auch an das Kirschblütenfest in Bonn erinnert, das alljährlich in der Altstadt stattfindet. Kommt mal rum, wenn ihr in der Gegend seid. Im Restaurant gibt es Sushi, es gibt japanische Spezialitäten, es gibt dieses spannende Koch-Event, bei der in der Mitte die heiße Platte ist. Weiter ging es zum Rezeptionsbereich, dahinter liegend die wirklich für ein Schiff sehr, sehr große Shop-Landschaft. In den Shop kann man kaufen, was das Herz begehrt. Häufig auch zu reduzierten Preisen, für ein Schiff nicht ganz normal. Das Theatrium ist bei der AIDA Nova besonders groß und geräumig gestaltet. Die üblichen drei Ebenen bleiben aber erhalten. Das Konzept kann man mögen, muss man nicht mögen. Die AIDA hält daran fest. Mir persönlich gefallen die echten großen Theater in zum Beispiel amerikanischen Schiffen doch etwas besser. Ein Highlight für mich war die Kunstgalerie der AIDA Nova. Hier sind unzählige Werke ausgestellt, die sich in erster Linie um Pop-Art von James Rizzi oder Charles Fassino drehen. Man findet Werke von Otto Walkes. Es ist wirklich für jeden Geschmack etwas vorhanden und es gibt mehrmals pro Reise eine Kunstauktion, wo man die Bilder vermeintlich ab 20% Untergaleriepreis erwerben kann
und es gibt sogenannte Blind Auctions, Blind Dates. Da werden die Bilder verhüllt und die Gebote starten schon ab 10 Euro. Im Schnitt sind die auf dieser Reise so für 200 Euro rausgegangen, die Bilder. Zum ersten Mal habe ich auf einem Schiff auch eine Kunstbar gesehen. Das heißt, ein Bereich, wo man sich nach den Kunstauktionen auch noch hinsetzen kann. Die Bar ist auch so tagsüber in Betrieb und auch dort hängen die Kunstwerke, die man alle käuflich erwerben kann. Das ist schon eine stylische Sache, die mir richtig gut gefallen hat auf diesem Schiff. Nach der obligatorischen Sicherheitseinweisung ging es durch weitere Bereiche. Hier so ein cooler Lounge-Bereich auf Höhe des Theatriums. Und dann werfen wir mal einen Blick in die Kabine meines Mitreisenden. Eine Doppelkabine zur Einzelnutzung, super stylisch, mit hier dieser wirklich, wirklich schicken Sitzlandschaft direkt unter dem Fenster. Danach ging es zum Fitnessstudio, wo die nächste Überraschung parat stand, nämlich Fitnessgeräte außerhalb des eigentlichen Studios, unter freiem Himmel mit Blick aufs Wasser, Geräte für das eigene Körpergewicht. Innen dann sehr geräumig ausgestattetes Studio, was allerdings auch bei der Reise extrem gut besucht war. Es war zwar groß, aber man darf nicht vergessen, die Nova ist das größte Schiff der Flotte, hat dementsprechend viele Passagiere an Bord und ist dann eben auch in den Sportbereichen hoch frequentiert. Nichtsdestotrotz hat man vielleicht mal mit 5 Minuten Wartezeit immer einen Platz bekommen. Auch auf diesem Schiff gab es spannenderweise wieder Proben während der Nicht-Event-Zeiten. Das haben wir schon bei einem anderen Schiff gesehen. Und auch das war wiederum spannend, mal hinter die Kulissen zu blicken. Was mir manchmal bei Schiffsrundgängen hier auf YouTube fehlt, ist ein Blick ins Casino, weil ich mich dann eben doch ganz gerne auch mal da zur Entspannung aufhalte und mein Glück im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten versuche. Dementsprechend habe ich jetzt mal den Gang durch das Casino für euch abgefilmt. Ihr seht natürlich in erster Linie die Slot-Automaten. Man sollte immer nur das einsetzen, was man auch verlieren kann, was man verschmerzen kann. Denn dass man groß gewinnt, ist eher die Seltenheit. Neben den Slotgeräten gibt es noch verschiedene andere Spielereien, wie eben diese Münzschiebeautomaten und natürlich auch etwas Roulette. Wobei das auf diesem Schiff in der neuartigen Variante stattfindet, also ohne Croupiers, ohne Personal. Es gibt nur noch Aufsichtspersonal. Der Roulette-Tisch an sich, als auch der Blackjack-Tisch, läuft vollautomatisch ab. Das heißt, die Kugel dreht sich im Inneren, die Karten werden unter einer Platte gemischt. Ja, gefällt nicht jedem. Ein Blick in die Rockbox, auch eine neuartige Erfindung auf der AIDA Nova, angelehnt an die Hardrock-Cafés, geht es hier etwas rockiger zu. Hier sind dann auch oft Karaoke-Abende und man kann Merchandise des Rock, der Rockbox erwerben. The Cube ist dann eher so der Nachtclub, wo es Disco-Musik gibt, allerdings auch auf der 70er, 80er, 90er Jahre, also jetzt nicht permanent neueste Hits, aber es soll in stylischem Ambiente eben zum Tanzen anregen, zum Cocktails trinken anregen und optisch macht der Club auf jeden Fall einen super Eindruck. Trotzdem haben wir ihn übrigens nachts nie besucht. Nach diesem ersten Rundgang war es dann auch schon an der Zeit für die erste abendliche Show, die Vorstellung der AIDA Stars. Can you imagine in the end tonight?
Mit diesen wunderbaren ersten Eindrücken ging der Anreisetag zu Ende und es war an der Zeit, Las Palmas de Gran Canaria zu verlassen, in See zu stechen und voll freudiger Erwartung auf Madeira den ersten Seetag zu genießen. Bevor wir aber zum zweiten Tag wechseln, möchte ich euch die erste Show im Beach Club nicht vorenthalten, die dort allabendlich von der AIDA Nova Band durchgeführt wurde. Viel Spaß auch damit! Mit diesen Eindrücken hieß es für uns aber endgültig letzten Cocktail trinken, ausschnaufen, Eindrücke sortieren und ab ins Bett. Gute Nacht. Eben jener erste Seetag auf dem Weg nach Madeira startete sportlich entspannt. Ein Trip im Fitnessstudio inklusive Innen- und Außenbereich schloss sich ein leckeres Frühstück an, bevor wir einen ersten Blick ins Frühshoppen des obligatorischen auf allen AIDA-Schiffen zu findenden Brauhauses werfen konnten. Immer wieder amüsant, was dort schon um 11 Uhr morgens los ist. Geht die Luzi ab, während in anderen Bereichen des Schiffes schon wieder fleißig geprobt wurde. Auch hier werfen wir nochmal einen Blick drauf. Wie an einem ersten Seetag üblich, haben wir uns dann noch ein weiteres Bild vom Schiff gemacht, sind durch das französische Restaurant French Kiss spaziert und haben mehr oder weniger gechillt, die Aussicht nach draußen genossen und darauf gewartet, was im Verlauf des Abends noch anstand. Cocktails und Zigarren, American Football und Blick auf die Inseln, die an uns vorbeizogen, ließen
den Tag wahrhaft entspannt an uns vorüberziehen. Belohnt wurden wir noch mit einem der spektakulärsten Sonnenuntergänge, den ich jemals gesehen habe. Auch den möchte ich euch nicht vorenthalten. Bevor es dann zur nächsten Show der Eye der Stars, dem Steampunk Circus, ging. Verschiedensten Formen und Größen. Und eines schöner als das andere. Eine schöne Show, die Kostümierungen waren wirklich das Nonplusultra. Die Songs haben mich nicht so umgehauen, aber nichtsdestotrotz war es eine schöne Abwechslung. Für uns ging es dann in unsere Kabinen, voller Vorfreude auf den Folgetag und die Erkundung von Madeira. Madeira ist in der ganzen Welt für ihre Naturschönheit bekannt. Im europäischen Wettbewerb Blühende Städte und Dörfer hat Madeira, repräsentiert durch Funchal, bereits die Goldmedaille gewonnen.
Kulinarisch bietet Funchal einige lokale Spezialitäten, wie zum Beispiel den bekannten Madeira-Wein oder auch die Inselspezialität Poncha aus Aguardiente, frischem Orangen- und Zitronensaft und Honig. Madeira ist wirklich wunderschön anzusehen, hat allerdings keinerlei natürlichen Strände, das heißt für einen Beachurlaub ist es nicht geeignet, aber für einen Wanderurlaub, fürs Bummeln durch die verschiedenen Dörfer, für das Erkunden von Funchal, der wirklich sehenswerten Hauptstadt der Insel, ist es absolut geeignet. Wir haben uns für eine Taxirundfahrt entschieden, privat gebucht, weil ich damit schon mal gute Erfahrungen gemacht habe. Und auch diesmal hat es herausragend geklappt. Seht selbst. Allein anhand dieser kleinen Taxifahrt habt ihr schon die Vielfalt der Insel erkennen können. Moderne Straßen gehen steil ab zum Meer und in den Bergen dann spektakuläre Aussichten auf Dörfer, die sich an die Felsen klammern, auf gewundene Straßen, die sich einen Weg durch die Landschaft suchen. Spektakuläre Ausblicke, die sich auch in der Folge so fortsetzen sollten, gepaart mit eben den Naturschönheiten wie den Echsen, die sich aus der Blüte den Nektar suchen. Thank you.
Ja, an diesen Landschaften kann man sich kaum satt sehen und da helfen auch alle großen Worte nicht. Im Anschluss ging es zum Cabo Girao, wo wir eine coole Performance erleben durften. Schon interessant und irgendwie echt einheimisches Flair. Die Steilküste dann nichts für schwache Nerven. Ich habe gute, also schön vornüber gebeugt und die Aussicht genossen. Die Taxifahrt endete für uns am berühmten Mercado dos Lavradores, dem Markt von Funchal, in dem es alle möglichen coolen Dinge anzuschauen und natürlich zu erwerben gab, von spektakulären exotischen Früchten über Pflanzen, Bekleidung, Fischen, einfach alles, was man so für den täglichen Gebrauch oder auch als Tourist für Daheimgebliebene als Mitbringsel gebrauchen kann. Wir spazierten über die Einkaufsstraße von Funchal, probierten einige der einheimischen Leckereien aus lokalen Bäckereien, extrem schmackhaft, ließen den Blick über die Kanäle schweifen und genossen einfach das wuselige Treiben einer portugiesischen Großstadt, die eben nicht durch die Touristen übervölkert, sondern angereichert wird. Auf der Promenade gab es dann jede Menge Nahrung, dazu alle möglichen Krimskrams von Händlern feilgeboten und auch etwas Musik. Mit einem Spaziergang durch das abendliche Funchal, vorbei an den Weihnachtsmarktbuden, die leider noch nicht geöffnet waren, ging dann auch dieser Tag seinem Ende entgegen. Es hieß schon wieder Abschied nehmen von der Hauptstadt Madeiras. Der Tag ist rasend schnell vorbeigeflogen, der Blick auf die Aida Nova im Nachtlicht ein wahrer Genuss, eine tolle Einstimmung auf den zweiten Seetag an Bord dieses Schiffes. Dieser startete wiederum sportlich und mit einem leckeren Frühstück, bevor ich es mir nicht nehmen lassen konnte, ein paar Live-Kommentare abzugeben. Viel Spaß damit! Man darf auf jeden Fall nicht verhindern, dass es sehr, sehr voll wird in einem Seetag. Auch wenn man etwas trinken wollen kann, ist es doch draußen fast unerträglich eng. Man kriegt kaum einen Sitzplatz, ich kriege eigentlich keinen Sitzplatz. Und die Leute nehmen auch extrem wenig Rücksicht, so werden weitere Stühle als Fußablage genutzt und damit reduziert sich der Platz und die Sitzmöglichkeit für die anderen noch weiter. Im Großen und Ganzen ist es ein tolles Schiff, aber an Seetagen mit schönem Wetter sollte man sich irgendwas im Innenbereich suchen.
Leider hatte ich mich sehr leise darüber ausgelassen, dass es zu wenig Rücksichtnahme bei den Liegen im Außenbereich gab. Aber ich denke, das Wesentliche ist rübergekommen. Deswegen jetzt hier erstmal noch ein bisschen Spaß mit Innenansichten. Besonders freue ich mich, euch mal einen kleinen Einblick in so eine Kunstauktion geben zu können. Hört einfach mal rein, wie das abläuft. 210 Euro, 210, 210 Euro zum Zweiten. Jedes Stück der Auflage, ein kleines Unikat an sich, ist ein großes Unikat. 3.700 Euro zum Dritten, zugeschlagen für 3.650 Euro, 50 Stück. Wirklich immer eine spannende und nervenaufreibende Geschichte. Davon musste man sich erstmal richtig erholen an diesem zweiten Seetag. Schwungvolle Bilder im Anschluss, schicke Kleidung. Ihr seht, das Abendessen stand an und danach natürlich die nächste Show der AIDA Stars. Viel Spaß! Der schöne Abschluss eines entspannten Tages und voller Vorfreude auf Teneriffa ging es ins Bett. Und wenn man dann an seinem absoluten Lieblingsort auf der Erde aufwacht, na zumindest einem seiner absoluten Lieblingsorte, dann beginnt ein Tag natürlich richtig cool. Teneriffa ist für mich mehr als nur ein Urlaubsort, es ist quasi seelische Entspannung. Dementsprechend war ich schon sehr oft auf der Insel und habe bei dieser Reise lediglich die Hauptstadt Santa Cruz de Teneriffa ausgiebigst erkundet und für euch filmisch festgehalten. Bevor es aber nach draußen ging, haben wir uns ein paar Stunden im Spa-Bereich der AIDA Nova gegönnt, was für mich eine herbe Enttäuschung war. Letzten Endes war der Spa-Bereich der wesentlich kleineren AIDA Sol erheblich schöner. Man sieht hier jetzt zwar nette Bilder, aber das Blöde an diesem Angebot des Spa-Bereichs ab 8 Uhr war, dass stundenlang die Reinigungskräfte um die Pools herum mit Hochdruckreinigern Krach gemacht haben, es somit keinerlei Spa-Erlebnis gab und auf die Beschwerde dahin auch keinerlei Entschädigung seitens AIDA, das war schon etwas schade. So habe ich den Besuch nach 2 Stunden statt 4 Stunden abgebrochen und mich auf den Erkundungstrip durch Santa Cruz gemacht. Auf der Plaza de España die wunderschönen Reflexionen des Wassers mit dem Himmel, im Hintergrund das Schiff, etwas auf der anderen Seite die Einkaufsstraße von Santa Cruz, alles hat für mich magisches Flair, bringt mich runter und führt zu purer Erholung. Ich bin an diesem Tag insgesamt über
8 Stunden durch die Stadt gelaufen, habe mir ein Trikot zum 100-jährigen Bestehen des CD Tenerife gekauft, mir den Markt angeschaut, den Mercado de Nuestra Señora de África. Da gibt's auch alle möglichen Köstlichkeiten zu erwerben. Ich bin durch die verschiedensten Gassen gelaufen, hab obdachlose Deutsche mit Hund getroffen, die wahnsinnig nett waren, und so einen wirklich bemerkenswerten Tag verbracht. Ich nehme euch gerne weiter mit. Schaut's euch an, zwischendurch kommen auch Live-Kommentare. Teneriffa kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen. Santa Cruz de Teneriffa ist ein Ort, an dem man sich entspannen, leben und arbeiten könnte. Hier trifft sich das tinerfenische Volk. Hier ist es sehr urban und trotzdem hat man alle Annehmlichkeiten der Kanarischen Inseln mit Meer im Vordergrund, Berge im Hintergrund. Teneriffa ist wirklich für mich ein Herzensort. Dann ging es noch etwas weiter zum Weihnachtsbummeln und auch der obligatorische Stopp am Auditorium durfte natürlich nicht fehlen. Wenn es mal wieder besonders warm ist, ist dieser Park in Santa Cruz eine wahre Wohltat. Er ist riesig, mittendrin, komplett grün, hat die schattigsten Plätze der Stadt, dazu auch noch schöne Statuen, wundervolle Botanik, hat ein paar Springbrunnen und einfach eine schöne Tierwelt. Flora, Fauna, alles passt. Mitten in Santa Cruz und mit ein Grund, warum ich in dieser Stadt leben könnte, wenn denn die Rahmenbedingungen rund um Arbeit, Familie und Co. auch noch stimmen würden. Viel Spaß noch! Hier stehe ich nun vor der Kakteensammlung des Parks, eine der umfangreichsten Kakteensammlungen überhaupt auf der Insel bzw. auf den Kanarischen Inseln. Hier findet man exotischste und stacheligste Kakteen aus der ganzen Welt. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Ich zeige euch mal ein paar. Kommt nicht zu kurz. Mitten in der Oase ein wunderschönes Café-Restaurant mit Terrasse, wo es Gerüchten zufolge den besten Barraquito der Kanarischen Inseln gibt. Ich kann es nicht bestätigen, weil ich keinen Kaffee mag. Hallo ihr Lieben, das war's heute von mir aus der Inselhauptstadt Santa Cruz de Tenerife. Für mich die schönste Hauptstadt der Kanarischen Inseln. Auf der schönsten Insel der Kanarischen Inseln oder der vielfältigsten auf jeden Fall. Für mich ist es die schönste. Für andere haben die Wanderinseln, die grünen Inseln noch mehr für sich. Ich finde, auf Teneriffa, der Insel des ewigen Frühlings, findet sich alles. Dementsprechend
fühle ich mich hier am wohlsten, war schon über 10 Mal hier, könnte hier wohnen, wenn es machbar wäre und bin immer wieder gerne vor Ort. Ja, 6,5 Stunden bin ich für euch jetzt durch die Hauptstadt Santa Cruz gelaufen, einfach weil ich Teneriffa schon so oft gesehen habe und diesmal kein Geld für einen zusätzlichen Ausflug ausgeben wollte und immer noch die Möglichkeit nutzen könnte, euch bei Zeiten mal eigentlich andere Bilder, andere Videos zur Verfügung zu stellen. Ihr seht immer noch traumhaftes Wetter hier Mitte November und ich hoffe, ich konnte euch einen super Eindruck der Inselhauptstadt geben. Es gibt viel zu erleben, viel zu sehen, viel zu entdecken. Wir haben vielleicht 2/3 der Sehenswürdigkeiten abgeklappert. Wir waren nicht in den Museen, wir waren nicht im Sportstadion der Basketballer oder Fußballer. Aber im Fanshop habe ich ein paar Sachen gekauft. Immer wieder schön hier zu sein und ich hoffe, euch wird es auch irgendwann nach Teneriffa verschlagen. Wenn dem so ist, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Fragt Dinge, die ihr noch wissen wollt. Lasst euch Tipps geben. Wie gesagt, ich war schon so oft da. Ich kann euch alles Mögliche geben. Vielleicht mache ich auch mal ein Special-Video zu Teneriffa. Schreibt auch gerne dazu, ob euch das interessieren würde. Material ist genug vorhanden und Kenntnis von der Insel sowieso. Alles klar, bis dahin, alles Gute und bis zum nächsten Stop. Und am folgenden Morgen über den Fernseher meiner Innenkabine den Sonnenaufgang über Lanzarote genießen, den nächsten Stopp dieser Reise. Lanzarote ist die landschaftlich beeindruckendste Insel der Kanaren. Auf der mondähnlichen Oberfläche verlaufen erkaltete Lavaströme, liegen schlafende Vulkane und kultivierte Felder, auf denen Wein, Feigen, Mais und Tomaten wachsen. Die Montañas del Fuego, die Feuerberge, liegen im faszinierenden Timanfaya-Nationalpark und die langen Strände von Lanzarote bestehen aus weißem, rotem oder schwarzem Sand. Wir haben uns einen Mietwagen gemietet,
mussten dafür rasend schnell aus dem Schiff raus, denn es gab nur eine sehr begrenzte Anzahl an Wagen. Ich war der Erste, yes. Und wir haben uns direkt zum Timafaya Nationalpark aufgemacht. Hier gibt es ein extrem interessantes Besucherzentrum, wo man alles mögliche Wissenswerte der Vulkanlandschaften und der umliegenden Gebirge lernt und eben einen spektakulären Blick auf die schon vorgenannte Mondlandschaft erhält. Wir haben unseren Roadtrip dann noch ein wenig fortgesetzt, sind in den unterschiedlichsten Strand- und Touristenorten gelandet und haben uns einfach ein eigenes Bild dieser wirklich schönen Insel gemacht. Gibt es auch hier an jeder Ecke etwas zu entdecken. Wir wollten uns aber weiter aufmachen, denn es galt noch das spektakuläre Haus des berühmten Künstlers César Manrique zu erkunden. So kamen wir nach der rasanten Fahrt also am Haus von César Manrique an, was heute Sitz der Fundación César Manrique ist. César Manrique selbst ist 1919 in Arrecife, der Hauptstadt Lanzarotes, geboren worden und die Insel sollte in seinem Leben und Schaffen eine entscheidende Rolle spielen. Sie ist die Quelle eines großen Teils seiner bildnerischen Fantasie, die Landschaft seiner Kindheit und von großer Bedeutung für seine spätere Wahrnehmung der Welt. Sie ist auch der Ort, an dem er die meisten seiner architektonischen Projekte im Raum realisiert hat. Und sie ist das Gebiet, wo er ein neues Baumodell kreiert hatte, das die derzeitige Gestalt der Insel und auch von mancher Nachbarinsel nachhaltig geprägt hat. Die Stiftung ist von César Manrique und einer Gruppe von Freunden 1982 gegründet und im März 1992, dem Jahr seines Todes, offiziell eingeweiht worden. Bei der Stiftung César Manrique handelt es sich um eine private kulturelle Stiftung, die sich finanziell selbst trägt und keinen Erwerbszweck verfolgt. Dementsprechend gehen die Eintrittspreise, die auch noch sehr moderat sind, zu 100% in den Erhalt der Stiftung. Und dieses Wohnhaus zu entdecken, diese künstlerische Art innerhalb der Landschaft in die Felsen gebaut zu haben, ist wirklich atemberaubend spektakulär. Man kann sich sofort vorstellen, dort zu leben. Der gesamte Gebäudekomplex ist von César Manrique selbst umgestaltet worden, um ihn an seine neue Funktion, nämlich der eines Museums mit der entsprechenden Infrastruktur anzupassen. Das heißt, er hat schon vor seinem Tod die nötigen Schritte unternommen, um für den Erhalt der Insel in seiner jetzigen Form zu sorgen. Wir setzen unsere Fahrt noch zu einem weiteren Highlight fort, dem Blick auf die Insel La Graciosa, die jetzt gerade erst als weitere von den Kanarischen Inseln akzeptiert und anerkannt wurde, weil dort permanent gelebt wird. Spektakulär, diese kleine Insel von Lanzarote aus in voller Pracht betrachten zu können.
Zu guter Letzt habe ich mir dann noch ein wenig Arrecife angeschaut, aber nach einem langen Tag nicht mehr so viel Zeit dort verbracht. Nichtsdestotrotz möchte ich euch an den Bildern teilhaben und hoffe, ihr habt ein wenig Spaß damit. When you smile and when you know.
Ja, wie ihr sehen konntet, war auch dieser Tag mit einer weiteren Show der AIDA Stars zu Ende gegangen. Langweilig wird einem an Bord auf jeden Fall nicht und auch das Begutachten der Proben war wieder mal ein Highlight. Ganz schön tierisch, oder? Aber nach dem Aufstehen stand schon der letzte Tag der Reise an. Fuerteventura mit seiner Hauptstadt Puerto del Rosario. Puerto del Rosario ist eine sehr übersichtlich angelegte kleine Stadt. Der ursprüngliche Name der Stadt, Puerto de Cabras, Ziegenhafen, hatte noch bis ins 19. Jahrhundert seine Berechtigung, denn die Tiere aus den umliegenden Orten wurden auf die hiesigen Weiden geführt. Mit dem Wachstum des Hafens taugte die Ziege aber nicht mehr als Statussymbol und 1957 erhielt die Stadt ihren heutigen Namen. Wir schnappten uns wieder mal einen Mietwagen und machten uns zunächst auf nach La Oliva, im Glauben daran, dass es eine belebte, schöne Stadt ist. Wie ihr seht, gerade am frühen Morgen war nichts los. So taugte sie nur als kleiner Zwischenstopp auf dem Weg zu den berühmten Dünen auf Fuerteventura. Wir genossen den Anblick der weitläufigen Sandlandschaft mit den Gebirgen im Hintergrund, hielten uns dort aber auch nicht zu lange auf. Und wenn man ehrlich ist, dieser letzte Tag war sowieso nicht von allzu viel Aktivität geprägt, da Fuerteventura eine eher schlichte, zum Entspannen und Windsurfen geeignete Insel ist. Nichtsdestotrotz haben wir ein paar schöne Videos gemacht, die wir euch natürlich nicht vorenthalten möchten. Der spontane Besuch des Museo del Queso war nochmal ein kleineres Highlight. Das Museum an sich ist sehr schlicht gehalten, aber man konnte zumindest erfahren, mittels welcher Herstellungsarten der Käse schon traditionell auf den Kanarischen Inseln produziert wurde. Und man hat erfahren, dass die Musterung des Käse die Herkunft der jeweiligen Insel kennzeichnet. Besonders spektakulär war hier allerdings eher das Gebäude mit seiner Dachterrasse, von der aus man die auf den Kanarischen Inseln so typischen rasend schnell wechselnden Witterungsbedingungen mit viel Wind und Sturm und Wolken beobachten konnte. Das war das eigentliche Highlight dieses Ausflugs. Thank you.
Nach dem Stopp in Tuinehre ging es für uns zurück Richtung Schiff. Und hier kommt noch der versprochene Vergleich zwischen den beiden AIDA-Schiffen, AIDA Nova, dem größten, und AIDA Sol, einem der kleinsten, das ihr in voller Pracht auf unserem Norwegen-Video begutachten könnt. War schon spannend zu sehen, die beiden Schiffe nebeneinander zu haben, denn die AIDA Sol-Reise war ja gerade erst einen guten Monat her und das Schiff wirkte nicht so klein, aber nebeneinander stehend könnte man die Sol als Beiboot der AIDA Nova betrachten. Im Großen und Ganzen ging auch hier ein schöner Tag zu Ende. Wir genossen den letzten Abend an Bord und können sagen, die Reise hat sich mehr als gelohnt. Finale haben wir noch bei den Proben für die Show The Voice of the Ocean zugeschaut und uns danach gebührlich von der AIDA Sol verabschiedet. Ja, ihr lieben Leute, das war es schon fast, die letzten Eindrücke der AIDA Nova. Ein letztes Piano-Konzert am Abend und dann hieß es schon ins Bett gehen und am Folgetag den Rückflug antreten. Die Reise war wirklich extrem schön und ich hoffe, dass euch der Zusammenschnitt des Videos gut gefallen hat.
Gebt mir ein Like, gebt Kommentare ab, abonniert den Kanal, wenn ihr auch in Zukunft weitere spannende Reisevideos sehen wollt. Ich danke euch ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen und euren Support und freue mich, euch wiederzusehen hier bei Urlaubslust 24. Habt eine tolle Zeit, alles Gute, Gesundheit und Glück der Welt. Bis dann!